Ja gut, wir haben, bis auf Gordon haben wir alle Mann an Bord. Gordon muss noch den abschließenden Test machen, damit er wieder voll ins Mannschaftstraining kann. Ansonsten sind alle Mann an Bord, ja. Vom Personal her, können wir definitiv aus dem Vollen schöpfen. Wir haben einen Kader, wo wir sehr viele junge Spieler dabei haben, keine Frage. Aber es geht ja nicht nur darum, um zu sagen, jetzt, dass ich unbedingt wechseln muss oder will, weil wir diese englischen Wochen haben. Wir sind körperlich, das kann ich mit voller Überzeugung sagen, in einem Top-Zustand. Ich kann wechseln, ich muss nicht wechseln. Die Frage beantwortet sich ja von alleine, wenn ich 10 Spieler auswechsel und wenn ich für aller Zeit für eine Überraschung gut bin, sind sie schwer einzuschätzen. Es gilt ganz klar, unseren Weg zu gehen. Es gilt ohne Wenn und Aber, nicht nach links oder nach rechts zu schauen, beide Spiele zu analysieren, was sie da gemacht haben, dass wir auf alles vorbereitet sind, dass wenn dann die Aufstellung da ist, dass wir nicht großartig überrascht werden können. Gegner wird natürlich am Bildschirm beobachtet, wie alle Mannschaften auch das machen. Und natürlich ist es eine Mannschaft, die jetzt auch alles oder nicht spielen muss. Sie gehen ein höheres Risiko. Durch die Corona-Pause ist es natürlich auch so, dass das eine komplett andere Situation ist, die man so nicht einschätzen kann, weil jeder irgendwo auch körperlich bei Null anfängt und eine andere Basis legen konnte. Ja? Und das sind zwei verschiedene Situationen, wie wenn du im laufenden Prozess bist und du hast den negativen Lauf. Jetzt ist es eine andere Situation. Mit Hans-Jürgen Boysen haben sie einen sehr erfahrenen Trainer, den ich sehr schätze, den ich aus meiner Zeit von Frankfurt und Offenbach sehr gut kennengelernt habe und schätzen gelernt habe. Deshalb ist es eine Mannschaft, die, wenn wir da nachlassen, wenn wir nicht die Galligkeit an den Tag legen, wie wir es in den letzten 2 Spielen gemacht haben, dann werden wir eine harte Nuss erleben, ja, und werden auch richtig Probleme bekommen. Und so gilt es komplett auch, das eigene Spiel durchzusetzen und zu 100% die Spiele so anzugehen, wie wir es eigentlich in der Vergangenheit immer gemacht haben. Ja, mit der Heimstärke Ja. ist leicht zu erklären. Es heißt ja nicht umsonst, es ist eine alte Fußballerweisheit, dass der 12. Mann auch Spiele gewinnen kann. Und wenn ich heute in Dortmund spiele oder wenn ich in Braunschweig spiele oder wenn ich in Rot-Weiß Essen spiele, ja, ich nehme mal alle Ligen durch, die haben eine, damals Alemannia Aachen, wer auf den Tivoli gegangen ist, da hast du gedacht, du spielst gegen 13 Mann. Das bleibt ja irgendwo aus. Und jetzt ist es so, dass die Verhältnisse für jeden gleich sind und die Mannschaften, die das gewohnt sind, dass sie immer die Hütte voll hatten, für die ist es natürlich ein anderer Umstand, ja. Ich weiß, dass wir um 17 Uhr spielen. Meine volle Konzentration gilt auf dieses Spiel. Wir dürfen uns auch da nicht von den anderen Ergebnissen irgendwie beeinflussen lassen, weil unsere Hausaufgaben, die müssen wir machen. Und wenn wir die nicht machen, dann ist es egal, wie die anderen gespielt haben.